Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in Northport. Ich möchte mich ganz am Anfang dafür bedanken, dass Sie so viel Verständnis gezeigt haben, dass wir diesen Gottesdienst eine Woche früher halten. Der Grund dafür ist, wie wir es in unserem Brief erklärt haben, dass einer meiner Kollegen hier im Staat Florida, ein Pastor, unerwartet, also wirklich sehr schockierend auch für uns als Denomination, verstorben ist im Alter von 61 Jahren. Vor ein paar Monaten war ich mit ihm noch auf einem Zoom-Treffen und wusste gar nicht, dass er krank ist. Und er ist dann nach einem kurzen Kampf mit seinem Krebs also sehr schnell verstorben im Alter von 61 Jahren. Und nächste Woche, am Samstag, fahre ich dann zur Beerdigung nach Fort Lauderdale. Deshalb haben wir diesen Gottesdienst auf heute verschoben. Also vielen Dank für Ihr Verständnis. Im Bulletin können Sie mitverfolgen ein Gedicht mit dem Titel Mein Glück. Was ist begehrter hier im Menschenleben als glücklich sein? In allem haben Glück. Was würde ich dem Nächsten gerne geben? An all die Wünsche denke ich jetzt zurück. Ich wünsche dir Glück in allererster Stelle. Wie oft habe ich es geschrieben und gesagt? Wer gibt das Glück trotz allen Lebenswellen? Wer rettet dich, wenn du von Not geplagt? Ist's nicht der Herr? Er schenkt allein den Segen. Er gibt dir Glück in deiner Hände Werk. Wenn er dir beisteht auf dem Lebenswege, wenn er dich leitet durch sein Augenmerk. Doch will ich dir vom größten Glück erzählen, das Gott mir hat geschenkt auf Erden hier. Mein Jesus, der mein Retter ist und Heiland, ich wie ein Freund und Bruder stets mit dir. Er lebt nicht nur auf alten Bibelseiten, er schaut auch jetzt über die Schulter mir. Ja, ich bin glücklich, wenn in allen Zeiten wird halten er sein Wort. Ich bin mit dir. Mit Jesus kann ich im Gebet stets sprechen und bin so froh, dass er ins Herz mir schaut. Er liebt mich trotz der Mängel und Gebrechen, die er in mir sieht, hat er mich erbaut. Und ich brauche mich auch gar nicht drum zu kümmern, ob er es versteht, mein hilfloses Gebet. Ich weiß, er hört's und sieht mich dazu immer und jeden neuen Schritt er mit mir geht. Mein Glück ist groß, wenn ich vertraue ihm ständig. In seine Hand lege ich mein Leben ganz. Er ist allwissend, heilig und allmächtig. Allgegenwärtig strahlt in Himmelsglanz. Dies Glück habe ich schon hier in diesem Leben. Noch schöner wird's im Himmel, glaubst es kaum, denn den Vorgeschmack drauf hat er mir gegeben in einem seligen, wunderschönen Traum. Das Glück, bei der Entrückung mitzugehen, erlebte ich in jenem Traum bei Nacht, dass man so leicht, so froh, so hoch kann schweben. Das Glück unendlich hätte ich nie gedacht. Es wird für uns die Wahrheit einmal werden, noch schöner als im schönsten Traum es war. Emporgehoben, weg von dieser Erde, nur Freude, Glück mit Jesus immer da. Dies größte Glück, das wünsche ich uns allen. Ich wünsche es von Herzen dir und mir, dass wir es sagen und erleben können. Es gibt kein Glück für mich, Herr, außer dir. Wurde geschrieben bei Katja Sawatzki. Unser Orgelvorspiel heute Nachmittag wurde bei Dr. Charles Wolff gespielt und jetzt singen wir unser Eingangslied 169, die Verse 1 bis 2 und 4. Der Gottesdienst soll fröhlich sein und das ist im Bulletin gedruckt. Thank you.
Wir hören uns jetzt den Lehrtext an für heute Nachmittag aus Psalm 1, Psalm, der erste Psalm. Und ich lese uns alle Verse aus diesem Psalm vor. Sie können das im Bulletin mitverfolgen. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung unserer Bibel vor. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat im Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und das Leben nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt die Wege der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Soweit das ewige Wort Gottes. Wir hören uns jetzt ein Orgel-Solo an, gespielt von Dr. Charles Wolff. Von Johann Sebastian Bach ein kleines Präludium und Fuge in A-Moll. Herzlichen Dank, Dr. Charles Wolff.
Wir singen jetzt unser nächstes Lied, unser Gemeindelied 264, die Verse 1 bis 3, die Kirche steht gegründet, und das finden Sie auch in Ihrem Bulletin. Bevor ich noch einmal aus dem Lehrtext ein paar ausgewählte Verse vorlese, möchte ich noch mal mit uns heute Nachmittag beten. Herr, du weißt, wie es um uns bestellt ist, du weißt, wie es in uns aussieht, du weißt, wie unsere Woche war, du weißt alles über uns. Wir danken dir, dass du uns an diesem Nachmittag hier zusammengerufen hast. Und dass du gerade auch wie durch dieses Lied zu uns gesprochen hast, dass Christen in aller Welt dich anbeten, zu dir schauen, von dir Bewahrung und Beschützung verlangen und danach fragen. Wir danken dir, dass Menschen dich suchen und auch finden dürfen. Wir danken dir, dass du uns heute dein Wort aufschließen wirst. Wir bitten dich für die Gemeinde in Fort Lauderdale, wo der Pastor gestorben ist, und auch für seine Familie, dass du sie bitte umringst mit deiner Engelschar und ihnen Kraft gibst in ihrem Verlust. Wir danken dir, dass du unsere Zuflucht bist und dass du unser bester Freund bist. Ich bitte dich für jeden, der heute hier ist, dass du deine Hand auf sie legst und sie segnest und dass uns nichts unterbricht, in dein Wort zu schauen und es nicht nur zu sehen, sondern es auch anzunehmen und zu verstehen. In Jesu Namen bitten wir dich in Demut. Wir bitten dich für diese Welt, da ist so viel Unruhe. Wir bitten dich für den Krieg in der Ukraine, die Menschen, die leiden und die, die Verantwortung haben und Verantwortung übernehmen. Wir bitten dich, dass dieser Krieg doch schnell endet und dass wir Frieden haben, vor allem in dir. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen.
Liebe Gemeinde, aus dem gleichen Psalm möchte ich wieder vorlesen, dem Psalm 1, die ersten zwei Verse. Glücklich der Mann, da können wir noch dazu schreiben, die Frau, denn der oder die nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat im Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und dann auf dem Bildschirm sehen wir dann den folgenden Vers, Vers 3. Wohl dem, der sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Unser Thema heute Nachmittag, liebe Gemeinde, ist das Thema, ich will einfach nur glücklich sein. Haben Sie das schon mal gesagt, vielleicht in einem besonderen Abschnitt in Ihrem Leben? Und in diesen paar Minuten, die wir heute Nachmittag haben, möchten wir uns mit diesem äußerst schwierigen, aber auch monumentalen Thema des Glücklichseins beschäftigen. Ein Thema, das jeder Mensch für sich annimmt, das jeden Menschen angeht. Für jeden Menschen ist es eine tiefgehende Frage, ist mein Leben glücklich, bin ich glücklich, wie es ist, oder suche ich noch mehr, suche ich etwas anderes? Jemand hat einmal sehr treffend Folgendes gesagt. Wenn man das Thema der Liebe und der Vergebung verstanden hat, hat man die wichtigsten Themen im Menschenleben bewältigt. Jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau muss sich einmal mit diesem oder mehrmals immer wieder mit diesem Thema auseinandersetzen. Die Liebe, die vollkommen ist in Gott, und auch die Vergebung. Immer wieder kommt dieses Thema in unseren Gottesdiensten zur Sprache oder in unseren Bibelkreisen, die wir regelmäßig haben, kommt dieses Thema auf. Wie kann ich jemanden vergeben, der mir so wehgetan hat? Und also dieses Thema betrifft uns immer wieder. Der erste Psalm spricht oder schreibt uns über das Glücklichsein. Jeder Mensch will es. Jeder Mensch sucht es in verschiedenen Dingen in dieser Welt. Einen Einblick gibt er uns. Er zeigt uns einen Weg im sozusagen im Glücklichsein oder wie man glücklich sein wird. Ich erinnere mich noch sehr oft, oder Sie erinnern sich vielleicht sogar in nicht so allzu langer Zeit, ist es so gewesen, dass wir kein GPS gehabt haben. Ja? Alles ging mit der Landkarte. Und wenn man sich verfahren hat, da erinnere ich mich noch ganz genau, in großen Städten wie Wien oder Budapest, war es nicht ungewöhnlich, dass es eine Umleitung gab. Erinnern Sie sich noch daran in Deutschland, dass man das berühmte Schild gesehen hat, Umleitung in jedem Gänges, oh nein, was jetzt? Weil das Problem mit der Umleitung ist, da hat man Schilder für eine Weile und dann gibt es die dann wahrscheinlich nicht mehr oder nicht mehr so regelmäßig. Und wenn man sich da nicht auskennt, ist das schon sehr schwierig, dass man den Weg nicht verliert. Und so ist das auch mit dem Glücklichsein. Man verliert dieses Gefühl des Glücklichseins manchmal ganz leicht oder ganz schnell. Und Glücklichsein, wenn man es im Zusammenhang der Bibel liest, also wir haben es ja schon oft gehört, dass Menschen nach dem Brunnen der ewigen Jugend suchen. Heute Nachmittag geht es nach dem Brunnen oder schauen wir uns nach dem Brunnen der Glücklichkeit um. Was macht uns glücklich? Wenn ich Sie heute Nachmittag fragen würde, da gäbe es wahrscheinlich verschiedene Antworten. Es macht mich glücklich, wenn ich mit meiner Familie bin. Ja, natürlich. Es macht mich glücklich, wenn jemand, den ich kenne, der krank war, der jetzt wieder geheilt ist, der gesund ist. Ich bin glücklich, weil meine Enkelkinder Erfolg in ihrem Leben haben oder weil sie glücklich sind. Da gibt es verschiedene Wurzeln für dieses Gefühl, glücklich sein. Aber dann kann man dann auch seinen Weg verlieren, wenn man denkt, dass glücklich sein bedeutet, wo wir geografisch sind, wo wir uns befinden. Also ich bin jetzt in Amerika oder ich lebe in Europa und ich möchte nach Amerika kommen oder ich möchte in ein anderes Land ziehen, um dort glücklich oder das Glück zu finden. Damit hat Glück nicht sehr viel zu tun, weil wir das alle schon gelernt haben in diesem Leben, dass wo wir uns geografisch befinden,
hat nichts mit Glücklichsein zu tun. Weil wenn ich hier unglücklich bin und irgendwo anders hinziehe mit dem Ziel, dass ich da glücklicher sein werde, dann stimmt das wahrscheinlich nicht. Weil wenn unser Herz sich nicht verändert hat, dann nehmen wir ja dieses Gefühl des Unglücklichseins mit uns, wohin wir auch gehen. Unser Herz, wo unser Herz ruht, das ist sehr wichtig. Wir können von einem Ort zum anderen ziehen und alles bleibt beim Alten. Die Bibel sagt ja hier in diesen Versen, dass der Mensch glücklich ist, der von der richtigen Person seinen Rat bekommt. Wenn ich krank bin oder eine besondere oder eine spezielle Krankheit habe, dann wird mich mein Hausarzt nach einiger Zeit zu einem Spezialisten schicken. Ja? Er sagt also, ich kann da jetzt nicht mehr weiterhelfen, Sie brauchen einen Spezialisten, der Ihnen da weiterhilft. Und so ist das auch in unserem Leben. Wenn wir Rat brauchen, dann müssen wir wirklich zum Spezialisten gehen, der das Leben ganz beherrscht und ganz kennt und uns ganz kennt. Sie kennen von mir und ich kenne von Ihnen nur, was Sie mir anvertrauen. Es ist schon oft geschehen, dass ich Menschen, vielleicht Ehepaare oder so, gehabt habe, die zur Seelsorge gekommen sind. Und oft habe ich gebetet, Herr, zeig mir, was man mir nicht sagt. Ja, weil wenn man zur Seelsorge geht, dann kann man ja alles so darstellen, dass man nur sagt, was wir eben sagen möchten, aber nicht alles. Und der Trick ist ja darin, dass wenn wir nicht alles sagen, auch zu Gott, dann können wir manchmal stecken bleiben und nicht weitergehen. Wer gibt uns Rat im täglichen Leben? Wir brauchen einen Spezialisten, der uns die Richtung zeigt. Und es tut uns gut, wenn wir solche Freunde in unserem Leben haben, die auch gottesfürchtig sind, die Gott lieb haben, die Gott nachfolgen. Weil uns das helfen wird, wenn die uns einen Rat geben, dann werden diese Menschen uns immer wieder in die Richtung Gottes schicken oder zeigen. Und desto näher ich an Gott bin, oder umso näher ich an Gott bin, umso größer ist mein Gefühl des Glücklichseins. Ich habe mal gelesen über diese zwei berühmten Schauspielerinnen, die in den 50er Jahren und auch in den 60er Jahren hier in Amerika sehr bekannt waren. Wenn ich Ihnen sagen würde, wer diese Schauspielerinnen sind, wüssten Sie gleich, Sie würden sie kennen. Die eine war eine Christin, die andere war es nicht. Und die haben gerade zusammen einen Film gemacht und da hat dann die eine Schauspielerin, die Christin war, diese andere eingeladen zu einer Bibelstunde in Hollywood, wo verschiedene Schauspieler zusammengekommen sind und die Bibel eben studiert haben, weil sie Christen waren. Und die andere berühmte Schauspielerin ist mitgegangen, aber am Ende der Bibelstunde hat sie gesagt, das ist nichts für mich. Haben Sie sowas schon mal gehört? Dass man über die Bibel spricht oder über Gott spricht und jemand sagt, auch das ist nicht für mich. Das möchte ich nicht. Und das ist das Wunderschöne in unserer Beziehung mit Gott. Wir können Nein zu Gott sagen oder wir können Ja zu ihm sagen. Und der Psalmist hier im ersten Psalm sagt, wohl ist dem Menschen, wohl ist dem Mann, der Frau, dem Kind, jung oder alt, spielt keine Rolle. Wohl ist dem Menschen, der sich an Gott wendet, der Gott nachfolgt. Aber der Teil der Lösung ist, dass wir eben auch in Gottes Wegen wandeln müssen. Am Anfang habe ich gesagt, dass als es noch kein GPS gab und alles nach der Landkarte ging, da erinnere ich mich oft, wie es passiert ist, vor allem in Budapest, dass wir einfach nicht mehr nach der Umleitung weiter wussten. Eine große Millionenstadt, wie finden wir unseren Weg daraus? Und normalerweise sind wir dann irgendwo stehen geblieben, vielleicht an einer Tankstelle oder an einer Straßenecke, wo man schnell stehen bleiben konnte. Und da ist mein Vater schnell rausgesprungen und hat jemanden gefragt, können Sie mir sagen, wie ich das oder das finde?
Und das war dann manchmal auch nicht so einfach. Weil wenn man irgendwo lebt, dann ist das manchmal gar nicht so einfach, jemanden Richtung zu geben. Ah ja, es ist irgendwo da drüben, aber wie erkläre ich das denn? Und so ist das auch mit unserem Christsein. Wenn jemand Sie fragt, warum gehen Sie zur Kirche, warum glauben Sie an Gott, dann haben wir natürlich im Bulletin gedruckt, das apostolische Glaubensbekenntnis. Das apostolische Glaubensbekenntnis von A bis Z schreibt uns auf oder sagt uns, was wir glauben. Und wenn wir es sagen, dann sagen wir es entweder mit Überzeugung oder wir sagen es, weil es eben gedruckt steht. Wir haben eine neue Tradition in unserer Gemeinde jetzt. Und das ist nicht passiert, aber das kann ich jetzt mal schnell machen, auch als Illustration. Am Anfang jedes Gottesdienstes, am Sonntagmorgen, wird diese Kerze angezündet. Sie symbolisiert Jesus Christus. Und aus dieser Kerze, aus dieser Flamme, wird dann diese Kerze und diese Kerze angezündet. Wir könnten eigentlich sagen, das steht für die Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das geschieht, nachdem Dr. Charles Wolfe die Musik gespielt hat am Anfang des Gottesdienstes und dann läuten die Glocken über eine CD. Das ist dann unser Zeichen, dass unser Gottesdienst offiziell anfängt. Dann kommt dann jemand, also in der Mitte unserer Kirche hier, um die Kerzen anzuzünden, aber eine neue Tradition, die wir angefangen haben, der verbeugt sich dann, oder diejenige verbeugt sich vor dem Kreuz und dann gehen sie zur Kerze, zünden sie an und zünden die anderen Kerzen an. Oder die ist schon angezündet, nur die anderen zwei müssen angezündet werden. Und diese neue Tradition, sich vor dem Kreuz zu verbeugen, das kann man machen aus Tradition oder man kann es machen, weil man sagt, ja, auf diesem Kreuz hat Jesus Christus gehangen und sein Körper wurde gebrochen und sein Blut vergossen, sodass ich Vergebung meiner persönlichen Sünden erfahren kann. Also man kann es aus Tradition machen oder man kann es aus Überzeugung machen. Man kann das Vaterunser aus Tradition sagen oder weil es eben so gemacht wird und auch das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich habe früher gesagt oder am Anfang dieser Predigt gesagt, dass Glücklichsein nichts damit zu tun hat, wo wir uns geografisch befinden. Das Zweite ist, Glücklichsein hat auch nichts oder sehr wenig damit zu tun, wie es in unserem materiellen Leben aussieht. Und wir kennen das ja, Geschichten über superreiche Menschen, die äußerst unglücklich waren. Die Geschichten häufen sich. Manchmal ist man ganz überrascht, wie ist das möglich? Die haben doch alles gehabt. Und dann habe ich irgendwo mal gelesen, dass es statistisch gezeigt werden kann, dass Menschen, die in armen Regionen dieser Welt leben, ein viel höheres Glücklichkeitsgefühl haben als die Menschen, die in reichen Ländern leben. Das ist auch überraschend. Aber es zeigt uns, das hat nichts mit Geografie zu tun, es hat nichts mit dem Materiellen zu tun. In der Apostelgeschichte im 16. Kapitel, da möchte ich gerne mal zwei Verse vorlesen, 14 bis 15. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an dem Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Also hier ist eine Frau, die das Wort Gottes gehört hat. Der Herr hat ihr Herz geöffnet. Sie hat Ja zu Gott gesagt. Und im nächsten Vers lesen wir, dass sie und ihr ganzer Haushalt sozusagen mit ihr getauft wurde. So war das damals. Ich weiß nicht, in welcher Gesellschaft Sie aufgewachsen sind, aber Frau Sekai Kovac und Robert auch, wird sich noch daran erinnern, wie das damals in Ungarn und auch in den Ostblockstaaten war, dass wenn eine Familie gläubig war,
Da wurde das Kind nicht einfach in die Kirche mitgenommen und getauft, wenn die Eltern Lehrer waren oder ein Arzt war oder ein Professor auf einer Universität. Dann wurde das Kind oftmals zu Hause getauft. Da kam der Pastor ins Haus, da wurde das Kind da getauft. Die haben ein Glaubensbekenntnis gemacht, aber nicht öffentlich, weil öffentlich würde das bedeuten, dass die Lehrerin vielleicht ihren Beruf verlieren würde, ihre Arbeitsstelle und keine andere Arbeitsstelle bekommen könnte. So war das damals. Ich habe Theologie studiert von 1987 bis 1992 in Ungarn. Das waren die letzten paar Jahre vom Kommunismus. Und das war schon interessant, wie wir unseren Glauben da gelebt haben. So, die Lydia hat ihr Herz geöffnet. Wir sind glücklich, sagt die Bibel, wenn wir in den Wegen Gottes wandeln und ihm gehorchen. Wenn meine Eltern mir irgendwelche Regeln gegeben haben, darum ging es in unserer Kinderpredigt diesen letzten Sonntag, da hat ein pensionierter Pastor darüber geredet, wie war eure erste Woche in der Schule? Und da haben dann alle die Kinder gesagt, weil wir haben über die Regeln gelernt. Du sollst das nicht tun, du sollst dies nicht tun, das darfst du nicht und dies darfst du nicht. Und das ist dann genug, wenn man das für ein paar Tage hört und dann kann man das eben über das ganze Jahr hinaus lernen. In den Wegen zu wandeln, die vor uns gesetzt sind. Und so ist das auch mit Gott. Gott gibt uns einen Weg und wir können sagen ja oder nein dazu. Und die nächste Sache, die wir lernen, ist eben dieser Vers, der zweite Vers. Also der dritte Vers eigentlich, dass derjenige oder diejenige ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Hier in Florida ist das ja ganz wichtig, dass wir unseren Pflanzen viel Wasser geben. Wir haben zwei Pflanzen hier vor der Tür, die von den Frauen gepflanzt wurden in einen Topf und die kommen dann mehrmals in der Woche und da wird dann Wasser drauf gegossen und dann gehen die wieder nach Hause. Das sehe ich regelmäßig. Das muss eben gemacht werden, auch wenn der Topf irgendwo im Schatten steht, weil es zu trocken ist. Und hier sagt es, wenn dieser Baum an den Wasserbächen gepflanzt ist, wird er Nahrung haben und er wird leben, er wird Frucht bringen. Und dann das nächste ist, dass in den Probezeiten unseres Lebens, liebe Gemeinde, zeigt sich, was unser Fundament ist. Da wird sich zeigen, ob wir an Jesus wirklich glauben oder ob er nur eine Person ist wie jeder andere. Im zweiten Mosebuch, da möchte ich gerne ein paar Verse vorlesen, im zweiten Mosebuch, 15. Kapitel, die Verse 22 bis 27. Da heißt es, und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest. Dort prüfte er es und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und allen seinen Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich auf den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dann kamen sie nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. In Deutschland, wo ich aufgewachsen bin, in Hessen, nicht zu weit von uns, gab es ein Altersheim, ein Pflegeheim, das von der Kirche geleitet wurde. Und der Name dieses Altenheimes oder dieses Pflegeheimes war Elim. Elim, eine Oase mit vielen Wasserquellen. Und Palmenbäumen, 70 Palmenbäumen. Daher hat dieses Pflegeheim den Namen erhalten. Das Gegensatz ist Mara, das Wasser ist bitter. Und ist Ihnen das aufgefallen, dass Gott Mose ein Stück Holz gegeben hat? Was macht denn ein Stück Holz mit einer bitteren Quelle?
Das ist ein Symbol im Alten Testament für das Kreuz Jesu Christi. Auch im Alten Testament haben wir sehr viele Hinweise auf Jesus. Und dieses Holz symbolisiert das Kreuz, das unser Leben süß macht oder besser macht. Ich möchte unseren Gottesdienst heute ganz kurz mit einer persönlichen Begebenheit beenden. Als ich 1987 Theologie angefangen habe, in Ungarn zu studieren, war ich kaum ein Jahr da. Nein, ich war noch nicht ein Jahr da. Ich habe im September angefangen und im März des nächsten Jahres, 1981, war meine Mutter auf dem Weg zur Arbeit und sie war involviert in einem sehr ernsten Autounfall. Es war also noch sehr kalt, die Straßen waren überfroren bei einem Fluss, neben einem Fluss, und die sind frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Und meine Mutter lag für über eine Stunde auf einem eiskalten Boden, weil die Rettungsmannschaften so vielen Menschen helfen mussten. Beide ihre Beine waren so zerschmettert und gebrochen, dass sie überhaupt, also die Ärztin hat gesagt, als sie ihre Beine gesehen hat, dass der erste Eindruck, den sie gehabt habe, dass die Beine amputiert werden müssen. Sie war 48 Jahre alt. Und ich war gerade in einem Bibelkreis, und als ich zurückgekommen bin zum Gebäude, zum theologischen Gebäude da, hat der Porter zu mir gesagt, oder so, der Wächter, dass mein Vater mich schon mehrmals angerufen hat und dass er mich sucht. Und da wusste ich natürlich sofort, dass irgendwas passiert war. Und da habe ich ihn dann zurückgerufen und er hat mir gesagt, dass meine Mutter auf der Intensivstation war, nach 9-stündiger Operation, haben die Ärzte ihr Leben gerettet und ihre Knochen, also in beiden Beinen, mit einem Computer zusammengestellt, weil es also mit dem Auge allein unmöglich gewesen wäre, ihre Beine zu rekonstruieren. Und also das war hinter dem eisernen Vorhang, es war nicht so einfach, ein Flugticket zu bekommen, und zuvor war ich vor ein paar Monaten zu Weihnachten zu Hause. Ich hatte mich überhaupt nicht dafür vorbereitet, ein Ticket zu bekommen und wieder zurückzufliegen nach Frankfurt. Da waren, um eine lange Geschichte kurz zu machen, da waren ein paar sehr gute Freunde, die mir geholfen haben, Valuta zu bekommen. Kennen Sie das noch, Valuta? Valuta war die harte Währung. Also mit Forint, mit ungarischer Währung, konnte ich dieses Ticket als fremder Staatsbürger nicht kaufen. Ich brauchte Dollar oder Deutschmark, um dieses Ticket zu kaufen. Und diese Freunde haben mir das Geld gegeben. Und ich erinnere mich noch, als ich also endlich den Stempel bekommen habe in meinen Ausweis, dass ich die Freiheit habe, wieder nach Deutschland zu fliegen, da bin ich am Budapester Flughafen angekommen und ich erinnere mich noch, wie nervös ich war, weil ich nicht wusste, ob ich genug Geld habe. Und wenn ich nicht genug Geld gehabt hätte, dann hätte ich das Ticket nicht bekommen. Das war noch vor Computer und all das, ja. Und da bin ich dann zu diesem Schalter gegangen im Terminal 1 und da war dann diese sehr freundliche Frau und die hat dann das Ticket ausgestellt. Ich glaube, es war auf Malév, Hungarian Airlines. Und habe ich sie gefragt, wie viel kostet das dann? Und da hat sie mir dann gesagt, also so viel. Und ich hatte die Hälfte davon in Deutschmark, die Hälfte davon in Dollar oder einen Teil davon in Dollar. Und da wusste ich gar nicht, ob man das mixen kann, ja? Also dass man das zusammentun kann. Sie hat gesagt, kein Problem, das kann man machen. Na, raten Sie mal, wie viel Geld ich übrig gehabt habe, nachdem sie mir den Preis gegeben hat. $1. $1 war übrig geblieben. Da, mit einem Dollar in der Tasche bin ich nach Deutschland zurückgeflogen. Ich werde niemals vergessen, als ich meine Mutter in der Intensivstation gesehen habe. Sie war so aufgebläht, die habe ich gar nicht erkannt. Die konnte ich gar nicht erkennen. Aber das Wunderschöne daran war, dass nach ihrem dreimonatigen Aufenthalt im Krankenhaus saß ich mit ihr in der Küche beim Küchentisch und wir haben uns unterhalten über all das, was passiert war über die letzten Monate. Und da habe ich sie dann gefragt, persönlich, hast du Frieden mit Gott? Und das ist schon eine große Sache, wenn der eigene Sohn seine eigenen Eltern fragt, hast du Frieden mit Gott?
Und an diesem Küchentisch hatte ich die Ehre, meine eigene Mutter im Gebet zu Jesus zu führen. Sie hat ihr Herz geöffnet wie die Lydia. Und sie hat zu mir gesagt, weil kurz vor dem Unfall haben wir neue Möbel gekauft. Und sie hat gesagt, sie hat sich so über die Möbel gefreut. Aber als sie im Krankenhaus lag, bedeuteten die Möbel gar nichts. Aber ihren Glaube an Gott alles. Und so geht es uns doch auch, ja? Dass wenn wir uns Gott öffnen, wie die Lydia das gemacht hat, dann haben wir ein Leben wie dieser Baum, der am Wasser gepflanzt ist und Frucht bringt und anderen helfen kann. Und darum ging es mir heute in dieser Predigt, dass das Glücklichsein, und das ist die einfache Antwort, wer ist glücklich in diesem Leben? Derjenige, der sein Herz Gott gegenüber öffnet und sagt, hier bin ich. Ich bin bereit, dass du Teil meines Lebens bist, dass du Herr meines Lebens bist. Und dafür sind wir heute dankbar. Amen. Liebe Gemeinde, als Antwort auf unsere Predigt wird Frau Doda Sekej-Kovac ein Solo singen, Jesus berühre mich, bei einem berühmten Lieder, Dichter und Schreiber Albert Frey. Heute Nachmittag habe ich mehrere seiner Lieder auf YouTube gehört. Sehr wunderschön, und der Text zu dem, was Frau Kovac singt, können Sie im Bulletin mitverfolgen. Augenblick berühren und die Kraft, die Form.
Wir bedanken uns bei Frau Dora Sekai-Kovacs für dieses wunderschöne Lobpreislied. Wir dürfen jetzt, wenn möglich, aufstehen und unseren Glauben bekennen durch die Worte des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir dürfen uns wieder hinsetzen und wir werden jetzt unser Dankopfer darbringen. Dürfen wir zusammen das Gebet beten, das der Herr Jesus die Jünger gelehrt hat. An einer Stelle, als Jesus gebetet hat, wahrscheinlich, wir wissen es nicht, haben die Jünger einfach zu ihm gesagt, lehre uns zu beten. Und daraus kommt das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Abschlusslied heute Nachmittag, liebe Gemeinde, ist 171, die Verse 1 bis 4. Bewahre uns Gott, behüte uns. Und das finden Sie auf der letzten Seite des Bulletins. Und dann erhalten wir den Segen. Hilfe, sein Bruder.
Bevor den Bekanntmachungen möchte ich uns jetzt den Segen mitteilen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden, jetzt und immer. Amen. Liebe Gemeinde, unser Gottesdienst in Clearwater findet also nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende am 28. August statt, um 15 Uhr. Und unser nächster Gottesdienst hier in Northport findet früher im September statt, hoffentlich im Oktober. Ja, also Sie haben es ja im Brief gelesen, im Oktober geht es dann wieder nach dem gewöhnlichen Rhythmus oder nach dem gewöhnlichen Plan, aber im September ist es Samstag, der 10. September um 15 Uhr und nach dem Gottesdienst laden wir Sie dann auch wieder zu einem Potluck-Abendessen ein, also ein frühes Abendessen und wir bitten Sie doch bitte, uns anzurufen, wenn Sie daran teilnehmen und etwas mitbringen möchten oder teilen möchten bei diesem Potluck-Abendessen, diese Telefonnummer auf Ihrem Bulletin da anzurufen und uns wissen zu lassen, was Sie mitbringen. Das ist am 10. September. Unser Plan bis zu Dezember ist, dass jedes zweite Mal ein Abendessen zu haben. Also einmal Kaffeestunde und einmal ein frühes Abendessen, so abwechselnd. Wir hatten eins letzten Monat, das war der erste Samstag, an dem Frau Dorasleke Kovac und ihr Ehemann offiziell also das Singen übernommen haben und Teil der musikalischen Leitung. Und wir sind Dr. Charles Wolf und Frau Dorasleke Kovac sehr dankbar und all denen, die diesen Gottesdienst möglich machen. Gottes Segen und alles Gute. Wir hören uns jetzt noch das Orgelnachspiel bei Dr. Charles Wolf an. Thank you.
always have to have stuff like this.